Hallo ihr Lieben, heute stelle ich euch ein Herztopfmuster vor und dafür habe ich jetzt schon ein paar Maschen angeschlagen, einfach vier Reihen in kraus-rechts gestrickt. Das mache ich deshalb, damit sich das Ganze nicht einrollt. Also kraus-rechts bedeutet, dass ihr einfach nur rechte Maschen strickt und das insgesamt vier Reihen. Für das Muster müsst ihr 24 Maschen anschlagen. Das Muster braucht 24 Maschen und davon sind jeweils die ersten beiden und die letzten beiden zwei Randmaschen. Also geht das eigentliche Muster über 20 rein. Das kann man schön einbauen, zum Beispiel in Pullovern, vielleicht auch in der Mütze. Und ich habe auch schon andere Zopfmuster eine Anleitung dazu gemacht. Die Videos stelle ich euch hier oben unter dem i rein oder auch unten in der Videobeschreibung. So, wie gesagt, vier Reihen kraus rechts. Und das Muster besteht insgesamt aus 12 Reihen, die wir stricken werden. Und dann wird immer Reihe 3 bis 12 wiederholt. So, die erste Reihe besteht aus zwei Randmaschen. Dann strickt ihr vier Maschen links, 1, 2, 3, 4, dann zwei Maschen rechts, 1. Braucht ihr entweder eine Zopfnadel, so sieht eine Zopfnadel aus, oder eine Nadel in der gleichen Nadelstärke. Ich habe jetzt hier eine 3,5er zum Verzopfen. Ihr hebt zwei Maschen ab, also ihr stecht in die nächsten Maschen ein, hebt die ab und legt diese hinter die Arbeit. So. Weil je nachdem, ob wir die Maschen nach hinten oder nach vorne verlegen, geht der Zopf entweder nach rechts oder nach links, zeige ich euch gleich noch. Genau, zwei Maschen nach hinten. Jetzt strickt ihr die nächsten beiden Maschen rechts von der linken Nadel. Und dann strickt ihr die Maschen von der Zopfnadel auch rechts ab. Guckt, dass der Faden nach hinten liegt und strickt diese rechts. Anschließend hebt ihr wieder zwei Maschen ab. Und legt diese vor die Arbeit. Nach vorne bedeutet, hier vor die Arbeit legen und strickt jetzt die nächsten beiden Maschen rechts. Und dann zwei Maschen rechts noch von der Zopfnadel. Hier nach vorne schieben und diese rechts abstricken. Anschließend strickt ihr die nächsten beiden rechts und dann kommen vier Maschen links, dafür wieder Faden nach vorne, 1, 2, 3, 4 und dann zwei Maschen rechts. So, das war Reihe Nummer 1. Jetzt kommt Reihe Nummer 2. Die Rückreihe, also das sind alle Reihen mit gerader Maschenanzahl, sind relativ leicht zu stricken. Da strickt ihr eigentlich immer, wie die Maschen erscheinen, also dem Maschenbild entsprechend. Bis auf die Randmaschen, die stricken wir immer rechts. Also ich stricke die ersten beiden rechts.
und die letzten beiden immer rechts. Und jetzt dem Maschenbild entsprechend, jetzt kommen ja hier vier rechte Maschen. Das erkennt ihr an dem V. Also stricke ich auch vier rechts. 2, 3 und 4. Und jetzt kommen hier die linken Maschen. Die erkennt ihr an diesem Rollkragen. Und hier stricke ich jetzt 12 Maschen links. Also wie die Maschen erscheinen. 2. Dann kommen jetzt wieder 4 Maschen rechts. Das erkennt ihr hier. Hier haben wir 4 rechte Maschen. 3, 4 und die 2 Randmaschen rechts. Das war Reihe Nummer 2. Wenden. Jetzt kommt Reihe Nummer 3. Auch hier fangen wir an mit 2 Randmaschen, die wir rechts stricken. Dann kommen 4 Maschen links. Zwei Maschen abheben. Und hinter die Arbeit legen. Und dann strickt ihr die nächsten beiden Maschen rechts. 2 Maschen rechts. Und die Maschen von der Zopfnadel strickt ihr diesmal links. Also 2 Maschen links. Wenn ihr die Maschen nach hinten legt, dann neigen sich die Maschen bzw. der Zopf nach rechts. Legt ihr die Maschen vor die Arbeit, neigt es sich nach links. So, danach folgen 4 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4. Ich blende euch das alles auch mal oben ein, dass ihr das mitschreiben könnt, die Reihen, und dann einfach immer stur nach Anleitung stricken und dann geht das irgendwann auch von alleine. So, das waren jetzt 4 Maschen rechts. Dann hebe ich wieder 2 Maschen ab. Ich kann euch jetzt auch mal zeigen, wie das mit der Zopfnadel geht. Ich hebe 2 Maschen ab und lege diese nach vorne. So. Und stricke dann 2 Maschen links. Hol mir jetzt hier die Nadeln vom Zopf. Die schiebe ich mir dann hier so hoch. Und die Maschen von der Zopfnadel stricke ich rechts. 1, 2. Dann folgen 4 Maschen links. 1, 3. Und die 2 Randmaschen rechts.
So, jetzt kommt Reihe Nummer 4. Das ist wieder eine Rückreihe. Und ich habe ja gesagt, in der Rückreihe stricken wir wie die Maschen erscheinen, bis auf unsere beiden Randmaschen. Die ersten beiden rechts und die letzten beiden rechts. So, jetzt folgen hier 4 rechte Maschen. Das erkennt ihr hier. Die stricke ich wie die Maschen erscheinen. Also rechts. 3. 4. Jetzt sind hier 2 linke Maschen. Auch die stricke ich jetzt links ab. Dem Maschenbild entsprechend. Also die Rückreihe ist wirklich sehr entspannt und einfach. Hier folgen jetzt 2 rechte Maschen. Das erkennt ihr wieder an dem V. Also stricke ich diese auch rechts. Und hier kommen 4 linke Maschen, also stricke ich die links. 1, 2, 3, 4. Bei dem Muster dauert es natürlich etwas, bis man da was erkennt. So, anschließend habe ich hier 2 rechte Maschen, die stricke ich auch rechts. Dann kommen 2 linke. Diese stricke ich links. Und jetzt hier am Ende haben wir wieder 4 rechte Maschen. 1, 2, 3, 4. Und die Randmaschen, wie gesagt, immer rechts, die letzten beiden. So, das war Reihe Nummer 4. Reihe Nummer 5 beginnt mit 2 Randmaschen, die wir rechts stricken. Dann 3 Maschen links, Faden nach vorne. 2, 3. Und dann heben wir eine Masche ab. Und legen die hinter die Arbeit. So, hinter die Arbeit. Und jetzt erstmal 2 Maschen rechts. Und die Masche von der Zopfnadel stricken wir links. Dafür Faden nach vorne und links. Anschließend stricken wir 2 Maschen links. Und jetzt wird wieder gezopft. Wir heben 2 Maschen ab. Und legen diese hinter die Arbeit. Und stricken 2 Maschen rechts. Und 2 Maschen rechts von der Zopfnadel. Hochschieben und rechts abstricken. Dann stricken wir 2 Maschen links. Und wir heben die nächsten beiden Maschen ab und legen die vor die Arbeit. Hier nach vorne legen. So, und jetzt stricken wir nur eine Masche links. Dann die 2 von der Zopfnadel rechts und am Ende, wie am Anfang von der Reihe auch,
3 Maschen links, 2, 3 und 2 Randmaschen rechts. Das war Reihe Nummer 5, nun kommt Reihe Nummer 6. Das ist ja wieder eine Rückreihe, wo wir einfach stricken, wie die Maschen erscheinen. Ich zeige es euch jetzt noch einmal, die anderen Mal könnt ihr das dann selber machen. Also die Rückreihe, immer die Randmaschen rechts, die ersten beiden. Und dann dem Maschenbild entsprechend. Schaut euch das an, jetzt kommen hier 3 rechte Maschen. Das erkennt ihr wie gesagt an dem V, also stricken wir hier auch 3 rechte Maschen. Die Rückreihen sind bei Zopfmustern immer relativ einfach bei den meisten. Jetzt kommen hier 2 linke, links, links, also stricken wir die auch links. Dann folgen hier wieder 3 rechte, 1, 2, 3, die stricken wir rechts. Und jetzt haben wir hier 4 linke, die stricken wir links. 3, 4. Hier sind 3 rechte, 1, 2, 3, die stricken wir rechts. Jetzt kommen wieder 2 linke, die stricken wir links. Und am Ende haben wir jetzt hier die 3 rechten. Die haben wir ja auf der Hinreihe links gestrickt, deswegen erscheinen die uns jetzt rechts. Und die Randmaschen, wie gesagt, die letzten beiden immer rechts. Nun kommen wir schon zur Reihe Nummer 7. Wie gesagt, insgesamt gibt es 12 Reihen. Auch hier wieder erstmal die 2 Randmaschen. Das bleibt immer gleich. Dann 2 Maschen links. Dann heben wir wieder nur eine Masche ab. Und legen diese nach hinten. So, da muss man ein bisschen aufpassen. Mit der Zopfnadel geht es auch manchmal noch einfacher. Und ich habe ja gesagt, wenn wir die Masche nach hinten legen, dann neigt sich der Zopf nach rechts. Also dieser Zopf, der besteht hier immer aus 2 Maschen, der schiebt sich dann nach rechts, dadurch, dass wir die Arbeit nach hinten legen. Genau, dann stricken wir erstmal 2 Maschen rechts. Und die Masche von der Zopfnadel stricken wir links ab. Dafür fahren nach vorne und links. Nun kommen hier 3 Maschen links. 1, 2. 2, 3 und 4 Maschen rechts. Zwei, drei und vier. Dann wieder 3 Maschen links. 3. Jetzt kommen wieder unsere Zopfmaschen, es wird wieder verzopft und diesmal wollen wir, dass der Zopf, hier kennt ihr das jetzt schon ein bisschen, hier ist unser Zopf, der aus 2 Maschen besteht. Vorhin wollten wir, dass er sich nach rechts neigt, jetzt wollen wir, dass er sich nach links neigt. Also heben wir die beiden Maschen ab und legen diese nach vor die Arbeit. Hier stricken wir auch nur eine Masche links. Dann die Maschen von der Zopfnadel rechts.
Und dann haben wir hier noch zwei Maschen links. Auch wieder wie am Anfang. Und zwei Maschen rechts. Das war Reihe Nummer 7. So, und Reihe Nummer 8, wie gesagt, die Reihen mit der geraden Zahl, das sind unsere Rückreihen. Die sind ja leicht, weil wir einfach so stricken, wie uns die Maschen erscheinen. Das macht ihr jetzt selber. Also einfach am Anfang und am Ende eure zwei Randmaschen stricken, die immer rechts. Und dann immer dem Maschenbild entsprechend. Das heißt, hier folgen jetzt zwei rechte Maschen, so wie sie erscheinen. Und hier haben wir jetzt zwei linke Maschen. Und so weiter. Danach folgen hier vier rechte. Also da die Rückreihe einfach immer dem Maschenbild entsprechend die Maschen abstricken, bis auf die ersten beiden und die letzten beiden Maschen immer rechts. Und dann treffen wir uns gleich zur nächsten Reihe Nummer 9. So, Reihe 8 habt ihr jetzt fertig, dann wendet ihr die Arbeit und Reihe Nummer 9 beginnt mit zwei Randmaschen. Zwei Maschen links. Zwei Maschen rechts. Vier Maschen links. Eins, zwei, drei, vier. Dann heben wir zwei Maschen ab und legen die Arbeit nach hinten. Dann legen sie hinter die Arbeit. Zwei Maschen abheben. Nach hinten legen, schiebt man das immer schon ein bisschen weiter vor. So, dann zwei Maschen rechts, zwei Maschen rechts von der Zopfnadel, auch hier Arbeit nach hinten jetzt. Jetzt kommen vier Maschen links. Zwei Maschen rechts, zwei Maschen links und die zwei Randmaschen rechts. Reihe Nummer 10 könnt ihr wieder alleine machen. Reihe Nummer 10, wie gesagt, ist eine gerade Reihe, eine Rückreihe. Einfach wieder zwei Randmaschen und dann die Maschen stricken, wie sie erscheinen. Reihe Nummer 11 beginnt auch wieder mit zwei Randmaschen. Zwei Maschen links. Dann heben wir die nächsten beiden ab und legen die Maschen vor die Arbeit. Dann kommen zwei Maschen links. Und von der Zopfnadel die zwei Maschen stricken wir rechts ab. Anschließend heben wir die nächsten beiden Maschen ab und legen diese nach hinten. Nach hinten legen. Und stricken die nächsten beiden Maschen rechts. Rechts
Und die zwei Maschen von der Zopfnadel auch rechts. So. Dann hebt ihr wieder zwei Maschen ab und legt sie diesmal nach vorne. Strickt die nächsten beiden Maschen rechts. Und die Maschen von der Zopfnadel auch rechts. Rechts, rechts. Und dann heben wir ein letztes Mal ab, zwei Maschen. Also in der 12. Reihe, in der 11. Reihe wird auch am meisten verkreuzt bzw. gezopft. Aber dann habt ihr das auch geschafft. So, zwei Maschen abheben und nach hinten. Hinter die Arbeit. Dann zwei Maschen rechts. Die Maschen von der Zopfnadel links. Zwei Maschen links. Dann kommen wieder zwei Maschen links. Und zwei Maschen rechts. So, das war jetzt Reihe Nummer 11. Und nun kommt nochmal die 12. Reihe. Das ist eigentlich die gleiche Reihe wie Reihe Nummer 2. Hier wird wieder gestrickt, wie die Maschen erscheinen. Das mache ich jetzt nochmal mit euch zusammen. Zwei Maschen rechts. Dann kommen jetzt hier vier Maschen rechts. Drei. Vier. Und jetzt insgesamt 12 Maschen links. Das sind jetzt alles linke Maschen. Also wie in Reihe Nummer 2. 2. 3. 4. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12. Und jetzt haben wir hier noch vier rechte Maschen, die stricken wir auch rechts. Und dann unsere beiden Randmaschen. Und fertig ist der Mustersatz. Ich zeige euch jetzt mal von vorne. Und jetzt könnt ihr auch das Herz erkennen. Ich stricke jetzt einfach auch mal noch ein paar Reihen hoch, dann seht ihr auch, wie das Muster aussieht, wenn ihr das länger strickt. Wirklich sehr schönes Herzmuster. Und von nun an wiederholt ihr einfach die Reihe 3 bis 12 und dadurch ergibt sich dann dieses wunderhübsche Herzmuster. Zur besseren Übersicht werde ich euch die 12 Reihen unten in die Videobeschreibung noch schreiben, dass ihr da einen besseren Überblick habt. Und ja, jetzt zeige ich euch gleich noch, wie das Muster aussieht, wenn man es etwas weiter strickt. So, ich habe jetzt noch zweimal die Reihen von 3 bis 12 wiederholt und so sieht das Ganze jetzt aus. Also ihr seht, wie schön dieses Zopfmuster sich entwickelt, was jetzt hier eine Herzform hat. Und wichtig ist, dass ihr, wie gesagt, diese Randmaschen macht, weil das Zopfmuster selber besteht ja eigentlich nur aus 20 Maschen. Aber ein Zopfmuster neigt dazu, sich zusammenzuziehen, weil es halt sehr kompakt ist durch die Verkreuzung. Deswegen immer unbedingt noch an die Randmaschen denken. Und auch wenn ihr damit zum Beispiel einen Pulli stricken wollt, unbedingt eine Maschenprobe machen, indem ihr das Muster strickt, weil sich das im Allgemeinen etwas zusammenzieht. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen
Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, eure Maschenmarie.